Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel, The Kopf! Herzlich willkommen, und zwar folgendes: Endlich ist das legendäre Video da, und zwar der Syströmming. Ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus, denn ich habe keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht, aber ich glaube, es steht jedenfalls so drauf. Syströmming. Auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen? Haben wir das Ganze getestet? Natürlich sage ich jetzt nicht gerade, wir haben es schon getan. Das ist der Anfang sozusagen vom Video, aber eigentlich so gesehen das Ende, wenn ihr versteht, was ich meine, denn ich habe bereits diesen Fisch, naja, angetestet, sage ich mal dazu, und war sehr überrascht, und das könnt ihr jetzt sehen, oder? Auch nicht. Spaß beiseite. Film ab. So, Freunde der Sonne, hier ist der Süßtropfen drin, extra eingepackt, weil wir Angst hatten, dass das Ganze hier explodiert und wenigstens so ein bisschen aufgefangen wird. Kommt jetzt an die frische Luft. Und morgen wird er verwendet. Alter, da ist er. Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Holger, wir brauchen noch dringend einen Dosenöffner für morgen, ne? Thomas Hillis hat sowas, ne? Wir sitzen schließlich hier, oder? Geil, holen wir morgen noch einen Dosenöffner. Und die beiden, das ist Fußtraining. Wir haben sie ausgetrickst. Wir haben die Agenten gelenkt. Dann müssen wir aber auch noch einen Schutzanzug kaufen. Nee. Nee? Du hast gesagt, du willst aufmachen. Ja, ich kaufe mir auch noch einen Schutzanzug. Ich bin ja eher für Xing Shang Shang, wer aufmacht. Das ist irgendwie cooler, es hat so mehr Kick. Nee, dann machen wir Streichholz ziehen. Ja, oder sowas, oder Streichholz ziehen, geht auch. Haben wir Streichhölzer? Na, wir haben hier Zahnstocher, können wir auch nehmen. Ja, nehmen wir. Aber Streichhölzer sehen cool aus. Ja. Wir brauchen noch einen Dosenöffner. Wir holen morgen bei Thomas Philips, wir haben ja morgen ein bisschen Zeit. Nee, wir holen bei Thomas Philips einen neuen, den muss er danach wegschmeißen. Du guck dir mal an, wie die gewachsen ist. Ey, die ist richtig. Der Alter. Auf jeden Fall haben wir doppelt so viel Fisch drin. Ich sag dir, der das kleine Streichholz zieht und die aufmachen muss, der ist am Arsch. Wollen wir auch mit Streichholz ziehen? Ja. Na, so ist der. Ist ein krasserer Kick. Gut, wenn ich hätte, würde ich das machen. Du willst aufmachen? Ey, das schießt da raus. Na, mit. Ach nee, scheiße, stimmt. Das schießt da raus. Und dann ins Kino setzen. Und dann ins Kino setzen. Und es ist dann wie, als würdest du jede Sekunde furzen. Der gute alte Süßtrömming. So, Freunde der Sonne, wird Zeit für Süßtrömming. Challenge. Ja, mein Name ist Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. And this is a Süßtrömming Challenge. So, Freunde der Sonne, warte, er öffnet jetzt gleich die Dose. Freunde der Sonne, ich bin schon ganz gespannt. Du stinkst wie die Hölle danach. Warte! Oh, es geht los! Alter. Es geht los! Alles gut? Ist schon ein Loch drin? Ja. Ja, riecht wie Scheiße! Stinkt doch gar nicht. Doch. Das riecht richtig gut. Es geht aber. Ja, es geht. Okay, riecht bis jetzt gar nicht. Ich hab nur Angst, dass ich davon nass werde. Nee, jetzt kommt. Ich riech das die ganze Zeit. Also bei mir riecht man auf jeden Fall. Ja, ich hab gerade riecht richtig nach Gülle. Komm nochmal. Ja, wie Gülle. Wie ja, aber das stinkt nicht doll. Boah, das sieht. Aber ich will nicht davon essen. Was irgendwas macht die. Warte, ich kann da rumschießen. Nee. Tut mir nicht rein. Was macht die denn hier? Ich glaube, wir sind so abgehärtet von dem Boot. Wow, ja. Was denn? Halt die jetzt riech ich's, jetzt riech ich's. Halt die meine Finger. Oh, jetzt ist aber anders, warte. Nee. Guck doch mal. Oh ja. Aber geht, ist okay. Riecht halt einfach nur wie, als wären wir drei Tage im Duschen gewesen. Zwischen den Stunden. Oh, der ist schlecht. Aber schön ist echt, wenn man den Geruch in der Nase hat. Oh, jetzt stinkt er aber der Fisch.
Ja, aber es ist. Warte, ich muss auch was. Ist okay. Es riecht jetzt wirklich ein bisschen anders. Es riecht jetzt schon strenger. Also, es war anscheinend nur so ein kleiner. Es ist wie, trotzdem. So wie Manuel Zwinger halt. Ne? Ja, das war jetzt das Intro. Jetzt geht's richtig los. Es riecht nach Elefantengehege. Ja, ja, genau. Richtig, ja. Genau. Richtig so. Ja, genau. Also, egal wer das gekauft hat, das Ding ist echt scheiße. Nein, das ist, weil die so zerbeult ist, Mann. Mach doch nicht hier auf, dann spritze ich dann ganz voll. Oh, jetzt aber. Ja, oh, das riecht schon ein bisschen. So, oder wenn du ein Niesfett ausspielst. Das ist wie ich stehe. Elefantengehege oder Niesfett aus? Aber schlimm, ey, Sascha, sein Schiss ist schlimmer. Ja, ja, locker. Also da hat der Schiss in Belgien... Also, mein Mozart-Schiss ist noch schlimmer. Nee, der belgische Todesschiss war definitiv schlimmer. Da bin ich gestorben. Also Herzschmerz habe ich noch nicht, dann kann ich da ein bisschen rauf, Flo. Daran geht's nicht, eure Merzen, ne? Es ging aber tatsächlich gerade so lang. Ja, ja. Weiß nicht. Ich find's jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, Essen ist ekliger. Ja, halt. Das ist natürlich nicht. Ein gammeliger Fisch, ne? No. Ich glaub, das geht also nicht. Unser Fazit. Ja, aber nicht gut. Warte, wenn's offen ist. Das ist schon kaputt, wa? Flo langweilt sich auch schon, der denkt sich, oh, warum bin ich überhaupt hier? Okay, dann bleibt solange jetzt. Da der oh, jetzt offen! Jetzt ist offen! Jetzt kann gebogen werden! Er schneidet mir wieder den Finger, ich kenne mich. Haben wir denn was zum Sauermachen? Ja. Ah, Holger hat. Ich habe Feuchttücher mit. Das ist ein normaler Notfall. Ey, es riecht null schlimm, null. Ja, toll, also jetzt mal. War wieder mal ein Reinfall. Das riecht doch nicht schlimm. Riech mal. Ja, das ist ja. Da sind ja richtig fette Gräten drin. Ja, das ist richtig eklig. Ich wollte ja eigentlich auch essen, aber das esse ich nicht, wenn da Gräten drin sind. Ist mir zu eklig. Nee, also Gräte esse ich auch nicht. Jetzt hat man richtig so ein. Ja, Gräten leck ich nur. Hat auch einen leichten Kacke geworfen. Ja, ja, und so leicht nach Fülle. Gräten esse ich, leck ich nur. Stinkt null. Nee. Also, hat wer erzählt, willst du das noch? Na klar, wer nicht? So leicht. Oh, Frau Koschel. Ich habe auch nur einen ganz, ganz, ganz minimalen Würgereiz, wenn ich richtig teuren rieche. Aber das war's. Ach so. Okay, scheiße. Kann ausmachen. Scheiß Video. So. Wir gehen jetzt essen. Alles was wir am besten können. Alle haben Hunger. Alle haben Hunger. Wir haben Hunger. Und damit verderbe ich mir nicht meinen Hunger. Nee. Aber jetzt nochmal wieder was Wichtiges, Info. Da kann man wieder sehen, wie das Internet einen täuscht. Ja? Wie viele Leute platzieren. Ist alle die Fake? Ja, ist Fake. Ist Fake. Fake. Nee, also, guck mal, und wir sind fünf Mann. Fünf Mann? Alle fünf. Nicht einer wirkt von den fünf. Nicht mal hier einer. Genau. Und Alter. Ja, ja. Es riecht ein bisschen. Es riecht Grüße gehen raus an den Berliner Tierpark. Und ganz besonders ans Elefantengehege. Danke. Das war's. Ja, Leute, wer. Oh, Alter. Boah, erstmal geblendet, was hier los. Oh Gott. Gott. Ja, was soll ich sagen? Ja. Also alles andere als begeistert. Ich kann euch sagen Folgendes, was passiert ist. Klar, man muss jetzt Abstriche machen. Wir haben es draußen gemacht, auf ein Stück Land. Mussten wir machen, weil sowas können wir nicht hier drinnen machen. Das funktioniert nicht in einem Tattoo-Studio, weil es würde hier, glaube ich, Wochen, Jahre, Jahrzehnte würde das hier drinnen stinken. Ja, das würde, glaube ich, so lange hier drin stinken, bis wieder ein neuer Avengers-Film rauskommt in 15 Jahren. Bedeutet, wir konnten es nicht machen. Was ist hier los? Ich dachte, da sind gerade Flecke. Nee, sind doch nicht. Deswegen mussten wir das draus machen. Klar, da ist es windig, aber wir haben es trotzdem gerochen. Ja? Wir haben es ja auch mehrmals unter den Fingern gehalten und wir wollten es eigentlich auch essen. Aber das haben wir eigentlich alle gehabt. Da war der Ekel denn in dem Sinne zu groß. Aber nicht, weil es gestunken hat, weil, wie gesagt, wir haben es unter den Fingern gehabt. Nach einem Tag, kann ich euch sagen, hat es immer noch in den Fingern eklig gerochen. Aber das war nicht das Problem. Das Problem waren die Gräten da drinnen. Wir wussten nicht, dass da Gräten drin sind. Ich dachte, der Fisch, klar, ein ganzer Fisch soll drin sein, das war mir klar. Aber ich wusste nicht, dass da mit Gräten drin ist. Ich dachte, die wurden rausgenommen. Ja, irgendwie da unten so durchgeschnitten und zack,
dann reingelegt sozusagen mit der Salzlake. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin zum Endresultat gekommen, folgendes. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile dieser Hype um den Süßströmming, wie auch immer das heißt, viel zu groß ist. Und zwar haben die, glaube ich, nur alle eine Gehirnwäsche bekommen. Ich glaube, da man sich das, dass man sich das halt reinzieht im Internet oder halt, weiß ich wo man das sehen kann, in den Medien, YouTube, dass die alle da mal einen Würgereflex kriegen. Klar, manche werden da auf jeden Fall von brechen und kotzen, aber nicht ein Gaswasserinstallateur, ja, sage ich mal dazu. Nö. Da kenne ich Schlimmeres. Ich sag euch nur eins, packt mal alles das, was an einem Fettabschneider sich befindet, in so eine Dose und dann weißt du, was los ist, ja? Dann. Das ist ein. Ja, wie soll ich sagen? Und ich glaube, wir sind alle abgehärtet von unserem Poop. Furzenkacken. Deswegen an dieser Stelle, ja, eigentlich alles andere, also eigentlich traurig. Wir hatten sogar danach relativ doll Hunger. Wir haben es leider nicht gefilmt, aber wir waren danach im Royal Garden, das ist hier um eine Ecke in Lichterfelde, und haben erstmal ein schönes All-You-Can-Eat uns gegeben, ne? Ja, in diesem Sinne, abonniert den Kanal, lasst ein Däumchen da und erzähl mir doch mal selber, wie es für dich war mit dem Süßströmming. Vielleicht holen wir uns auch nochmal ein und probieren den dann doch und nehmen vorher die Gräten irgendwie raus oder so. Wäre ja nochmal eine kleine Steigerung, weil im Mund haben wollte ich das eigentlich schon. Aber Gräten, beim besten Willen nicht, mein Freund. Ich esse keinen Fisch da draußen, auch nicht, der nicht stinkt, der Gräten besitzt. Ja? Sprich, alles, was im Sushi ist, ist ja schon alles grätenlos. So würde ich mir niemals einen Fisch kaufen, der Gräten enthält. Ich hätte viel, da kriege ich Para, ja? Da kriege ich sofort eine Panikattacke. Da kriege ich einfach Schiss, dass mir so ein Ding irgendwo im Nacken stecken bleibt. Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen in diesem Sinne, haut da rein, bis dann. Antenne!